Tipp Nummer 1 und wichtigster Tipp, lächel viel. Lächeln funkt nämlich im ersten Moment auf das Stammhirn und zeigt dem anderen, ich bin nicht gefährlich. Besonders für Menschen, die selten in eine Buchhandlung kommen und sich hier nicht so zu Hause fühlen, solltest du ihnen das Gefühl geben, sie sind in deiner Buchhandlung sicher. Deswegen lächel sehr, sehr viel. Handflächen. Die Handflächen sind jener Körperteil, der mit unserem Gehirn mit am besten verknüpft ist. Wir sind wahnsinnig feinfühlig, aber auch verletzlich mit diesem Körperteil. Wenn du dem anderen also Vertrauen zeigen willst, zeig viel Handflächen, indem du zum Beispiel mit den Gesten, mit den Händen in dieser Art verfährst. Du musst nicht unbedingt so machen, ja, aber kleine Bewegungen in diese Richtung zeigen dem anderen viel mehr Offenheit, als du zeigst zu viel Handrücken her. Zeig Begeisterung. Ein Mensch, der zu dir kommt, hat sich von seinem Computer wegbewegt und damit von den Amazonen zu dir in die Buchhandlung bewegt. Du musst ihm damit auch die Begeisterung zeigen, die er von dir haben will. Wenn er sich überlegt, einen Bildband in den USA zu besorgen, dann zeig ihm doch die Begeisterung und sag, USA, wohin wollen Sie denn? Und die Begeisterung zeigst du am besten mit den Augenbrauen. So wie ein kleines Kind, wenn es reinkommt, sagst du auch, wie geht's dir? Du zeigst also mit deinen Augenbrauen, dass du das Kind wahrgenommen hast und dich auch darüber freust. Genauso solltest du es bei einem Kunden machen. Wenn der Kunde nämlich reinkommt und sagt, ich hätte gern einen Bildband über die USA und du sagst, ein Bildband über die USA, ist nichts von seiner Begeisterung auf dich übergesprungen. Heb also die Augenbrauen. Die Augenbrauen können nämlich sogar den Inhalt verändern. Stell dir vor, du bist in einer Bar und plötzlich kommt dein Chef rein. Du kannst ihn auf zwei Arten begrüßen. Du kannst sagen, Chef, Sie sind auch hier. Du kannst aber auch sagen, Chef, Sie sind auch hier. Und damit hast du den Inhalt verändert. Besonders wichtig ist es, dass du die Leute nicht nur berätst und ihnen erzählst, was in deinen Regalen drin steht, denn mit Verlaub, das finden sie im Internet auch. Und wahrscheinlich noch viel, viel besser. Wichtig ist, dass du ihnen dabei hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen hör dir viel mehr an, was sie wollen, als dass du erzählst, was ihr alles auf Lager habt. Regel Nummer 1. Das zweite ist, erhöhe die Abschlussqualität, indem du ihn immer mehr Richtung Regal, vielleicht auch sogar schon Richtung Kasse bringst. Das heißt, frag ihn und geh dann mit ihm zum Regal. Und lass ihn nicht allein hingehen und sag zu ihm, da drüben sind die ganzen Krimis aus Schweden, sondern geh mit ihm hin und sag, hier haben wir die nordischen Krimis. Was haben Sie denn schon gelesen? Ja, diesen und jenen. Da haben wir hier unten diesen und hol einen raus und gib's ihm zum Beispiel in die Hand. Je mehr Sinnesorgane mit dem Produkt verknüpft sind, desto eher schließen wir den Kauf auch ab. Jede Woche gebe ich ganz, ganz viel Know-how zum Thema Körpersprache weiter. Analysen von Prominenten, von Politikerinnen und Politikern, von Sportlerinnen und Sportlern, von Menschen, die wir aus dem Fernsehen kennen. Auch ganz viele Studien und auch Wissenswertes, auch sehr viel Humorvolles. Geht dazu auf meinen Facebook-Kanal facebook.com/stefanwerra und erhalte wöchentlich Körpersprache-Tipps.